Ja, wir sind jetzt gerade in Reykjavik, nein, Keflavik angekommen, nach einem sehr bierbetonten Wochenende im Ruhrpott. Ja, und es ist 1 Grad Außentemperatur. Zu Hause hatten wir 18 Grad in Bremen schon. Aber es ist sehr schön und mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. Und jetzt warten wir eine halbe Stunde auf den Bus. Wir sehen uns in Reykjavik. Zwei ist geschafft, wir sind im Kekshotel und das ist ziemlich cool. Ich glaube, die Kamera ist nicht scharf gestellt, aber so, okay. Ja, in Reykjavik. Hier bleiben wir jetzt die nächsten 2 Tage und dann sehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir raus und gucken mal die Gegend an. Darin könnte ich baden, ey. Das ist durch die geothermale Hitze erwärmt und ist einfach richtig angenehm. Die Temperatur ist immer noch bei ungefähr 1 Grad, bei 0 Grad. Und das Wasser vom Opernhaus ist einfach angenehm mit 20, vielleicht 30 Grad. Erste Nacht überstanden. Ja. Ich bin gestern früh pennen gegangen und ja, ich habe ein bisschen was verpasst, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir sind rausgegangen, kurz über die Straße gegangen, an den Himmel geguckt und dann sieht man richtig schön die Polarlichter. Total atemberaubend. Ach, wird nochmal wiederkommen, wird nochmal passieren. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, heute ist der 2. Tag in Reykjavik, auch unser letzter Tag. Ich bin immer noch der Meinung, dass Reykjavik eine Stadt ist, die man auch in einem Tag gut abhaken kann. Also wir haben gestern schon viel gesehen, heute gehen wir noch ein bisschen tiefer. Ich werde heute ungefähr 1/5 meines Bargeldvorrates aufgebraucht haben. Allein das Abendessen hat gestern umgerechnet 33 Euro gekostet. Mehr. Ja, für euch. Ja, okay. Ich habe den Schwaben-Move gemacht und habe die 33-Euro-Version genommen. Das war ein Teller Fish and Chips und ein Porter. Also das ist etwas, wo ich in Deutschland in einem guten Restaurant die Hälfte für bezahlen würde. Also ja, die 33 Euro waren nicht mal besonders teuer. Also es war sogar im unteren Durchschnitt für Reykjavik. Ja, ich bin gespannt, was das Land so zu bieten hat. Ja, und morgen geht's dann auf in die Weite. Juhu! Ja. Bis dann. Erstmal ein Frauenbar. Oh. Oh. Sonne blendet ein bisschen. Wir stehen hier gerade vor der Hallgrimskirche.
Da ist unser Boy Leif Eriksson. Dead Boy. Da ist die Kirche. Wir sind ein bisschen am isländisch sein. Das Iceland-Life-Leben. Wie man das so macht in Reykjavik. Mit einem Frauenbar. Aber schmeckt gut. Ja. Das muss ich ja nochmal festhalten, ist überall Heide. Das ist nicht nur einmal, das wächst tatsächlich hier überall, ne? Also fühle ich mich richtig heimisch hier. Das war ein richtiger Schnapper. Wie viel hat die Suppe gekostet? Umgerechnet ungefähr so zwischen 4 Euro und 4,50 Euro. Plus den extra sturten Konga-Riegel. Geiler Scheiß. Das werden wir sehen, haben wir nicht probiert, aber das war auf jeden Fall ein richtiges günstiges Ding. Das Urteil ist gefallen. Konga gut, aber nicht besser als Frauenbar. So. Voll der Eisbrecher. Und nochmal. Jetzt hat er's. Yay! Hat aber trotzdem noch gefährlich geknackt. Da kann man schon mal klatschen. So. So, die offizielle Raubtierfütterung vom Rathaus. Wie die Wilden. Vor allem wie so eine Schneise. Der Junge versucht sich an einem Stück Eis. Wie die Piranhas, ey. Vor allem, wenn die rennen mit ihren Platschefüßen. Entweder ist das Schaumstoff oder Schwamm.